Würden Sie denn alles, was Sie so in der Masterarbeit geplant haben, wie Sie es jetzt durchgeführt haben, genauso wieder planen? Also prinzipiell ist es ja ein Prozess. Das heißt, ob man wirklich alles genauso planen kann. Ich hätte mir wahrscheinlich wirklich ein wenig früher schon andere Optionen offen lassen können. Danke. Und in diesem Sinne war es dann eben für mich ein Problem zunächst, dass ich sehr viel Energie, sehr viel Zeit in eine Methode gesteckt habe, die ich dann aber leider nicht umsetzen konnte. Aber andererseits habe ich dann dadurch auch die Möglichkeit gehabt, mehr Begriffe auf den Websites zu analysieren, weil diese eben offline auf meinem Rechner verarbeitet wurden. Im Studium dachte ich immer, so wie ich die Methoden gelernt habe und dann bastel ich da mein Forschungsdesign, so muss es sein. Und das hat mich auch mega gestresst, habe ich gemerkt am Ende meiner Masterarbeit, als ich gemerkt habe, irgendwie das funktioniert vorne und hinten nicht und tausend Dinge abgewandelt habe und dachte, ja gut, wenn ich das alles offenlege und reflektiere, dann wird es schon passen. Konnten Sie alle Schritte wie geplant umsetzen? Ja, konnte ich eigentlich. Das Einzige, was war, ist, dass ich durch die Pandemie, durch das, dass dann wieder ein neuer Lockdown war, einige Interviews dann nicht persönlich durchgeführt habe, sondern telefonisch. Hatte ich ein paar Fragen, die ein bisschen kreativer waren, die eher dann im Zeichnen waren oder im Darstellen. Das musste man halt dann per Telefon quasi ein bisschen abändern. Grundsätzlich ja. Ich habe nur einige demografische Fragen nicht wie geplant durchführen können, weil meine TeilnehmerInnen sonst noch verfolgbar geworden wären. Und ich habe meine gesamte Arbeit anonymisiert. Ja, grundsätzlich konnten alle Schritte wie geplant durchgeführt werden. Das Einzige ist, der Zeitplan musste mehrmals adaptiert werden. Aha, das heißt, gibt es irgendwelche speziellen Tipps, die Sie da vielleicht Studierenden mitgeben möchten? Ja, gerade wenn man ein Experiment durchführt, würde ich dazu raten, schon mehrmals den Zeitplan zu überdenken beziehungsweise von Anfang an mehr als ausreichend Zeit einzuplanen. Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Planung ihrer Bachelorarbeit oder Masterarbeit mitgeben? Das wichtigste Thema bei einer Bachelorarbeit ist sicher Zeitmanagement. Man sollte sich viel Zeit einplanen. Man muss davon ausgehen, dass es vermutlich 3 bis 6 Monate dauert, bis man eine Bachelorarbeit schreibt. In manchen Fällen vielleicht sogar auch mehr. Okay. Ich würde mir sehr bald Gedanken machen, was mein Feldzugang ist. Also wie kann ich TeilnehmerInnen rekrutieren? Oder in meinem Fall habe ich es mit Unternehmen gemacht. Kann ich die Unternehmen früh genug anschreiben oder habe ich vielleicht eh einen guten Zugang? Das würde ich mir einfach bald überlegen und auch mit den Zuständigen dann bald in Gespräche gehen. Prinzipiell sollte man sich verschiedene Optionen mal offen lassen, lateral suchen, das heißt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern erstmal mögliche Optionen abwägen und in weiterer Folge dann bestimmte Methoden auswählen und diese dann eben vertieft recherchieren und vielleicht auf die Umsetzbarkeit prüfen. Also sozusagen einmal breit in der Methodenrepertoire sozusagen zu schauen, was ist generell möglich für die Forschungsfrage, um dann eine auszuwählen. Genau, wenn es die Forschungsfrage erlaubt. Manche Forschungsfragen liefern ja sozusagen schon die Methode, die man anwenden sollte. Das ist ein idealtypisches Modell, wie man sich das vorher vorstellt, idealtypische Verfahren, wenn man diese Methoden kennenlernt, ob es jetzt Erhebung oder Auswertung ist. Aber am Ende ist Forschung immer anders. So, Forschung ist spontan, Forschung ist kurzfristig, da kommt irgendwas dazwischen, man muss plötzlich Pläne um den Haufen schmeißen, man merkt, irgendwie das Interviewformat funktioniert gar nicht. Okay, was kann ich machen, damit es funktioniert? Auf jeden Fall ein gutes Zeitmanagement in Bezug auf die Durchführung und Auswertung. Und bei sozialen Gruppen wäre es wichtig, also bestimmten sozialen Gruppen wäre es wichtig, dass man früh genug sich Gedanken darüber macht, dass man mit Organisationen in Kontakt tretet, dass man im Bekanntenkreis herumfragt, ob jemand jemanden kennt, dass man da quasi dann auch Interviewpartnerinnen und Partner findet. Und auch die Zwischenziele, kleine Zwischenziele festlegen, das ist auch wichtig. Das sollte man mit dem Betreuer oder der Betreuerin besprechen. Okay, jetzt in 2 Monaten werde ich Kapitel 1 und 2 schreiben und daran festhalten. Aber wenn das nicht gemacht wird, es besteht die Gefahr, dass man prokrastiniert und Schreiben immer aufschiebt. Okay. Und ich würde auch sagen, dass man immer unter der Woche Zeit nur für das Schreiben der Bachelorarbeit einplanen sollte. Zum Beispiel am Samstag schreibe ich jetzt sicher 3 Stunden nur meine Bachelorarbeit. Sonst es kann problematisch werden. Okay. Da würde ich gerne Mut machen, so hey, wenn Dinge nicht klappen, das ist kein Problem. Guckt, woran liegt's,
was kann helfen, redet mit anderen Leuten, aber vertraut nicht auf diesen Mythos, so wie ihr es im Buch gelernt habt, so wird es auf jeden Fall funktionieren, weil das ist nicht so.